Leute, es ist wieder soweit. Probieren geht über Studieren. Wie viel Geld kann ich mit dem Stück Holz hier machen? Also generell, was will ich heute bauen? Es ist eigentlich relativ simpel. Das hier ist meine erste Schablone, so unscheinbar sie auch ist. Aber wir wollen heute das hier machen. Wir wollen hier diesen Weinflaschenstand. Den kann man relativ simpel herstellen und deswegen erhoffe ich mir tatsächlich relativ viel von dem Projekt. Das hier ist natürlich kein schönes Holz, diese Spanplatte. Deswegen werden wir es hier hinter mir aus diesem wunderschönen Stück Holz Sippo machen. Ich denke, die Proportionen sind auch okay, ne? Komm, dann machen wir es so. Thema Verschnitt ist bei Massivholz immer ein Thema, weil das halt eben immer in die Kosten mit reinspielt. Das hier ist aber dann eigentlich ein gutes Beispiel, denn hier kann ich mal ausprobieren, wie viel aus diesem Stück Holz dann am Schluss auch rauskommt. Denn hier haben wir einen großen Riss und wir haben zwei Einschlaglöcher, wo vorher anscheinend mal eine Feuchtigkeitssonde drin war. Das heißt, das hier ist ein Paradebeispiel. Heute ist ein neuer Tag, also neuer Tag, neues Glück. Die ganzen Teile sind jetzt schön geschliffen auf den breiten Seiten und auch auf den Kanten. Das hat mit dem Kantenschleifer, mit dem Langbandschleifer wirklich sehr gut funktioniert. Ich werde es jetzt noch nicht ablenken, denn jetzt werden wir als erstes überall eine Phase dran fräsen. Das funktioniert einfach ein gutes Stück schneller, deswegen machen wir das, bevor wir sie ablenken. Also gehen wir zum schicken Ruby-Frästich. Schönes Holz. Ich habe jetzt hier drei Teile, die haben ein paar Risse. Die werde ich jetzt mal ausfüllen, weil ich glaube, das sieht eigentlich ziemlich cool aus, wenn hier dieser Kit drin ist. Deswegen werden wir den jetzt hier mit der Heißklebepistole einmal einpressen. Das war's auch schon.
So, die ganzen Teile sind jetzt fertig bearbeitet. Jetzt kommt der schönste Schritt. Und so, ist scharf. Denn jetzt wird das Ganze geölt. So Leute, wer hätte es gedacht? Es sind wieder 3 Wochen vergangen seit der letzten Aufnahme. Ich werde euch die fertigen Teile mal zeigen. So sehen sie aus. Ich zeige es euch mal aus dem Nahen. Ich sag, dieses Sippeholz, total schönes Holz. Vor allem lässt es sich sehr, sehr gut bearbeiten. Sei es jetzt das Schleifen, sei es das Fräsen. Das funktioniert wirklich alles richtig, richtig gut. Ich hole mal eine Flasche Wein und auch mal eine größere. Und dann seht ihr, wie gut das auch funktioniert tatsächlich. Das Geile an diesen Teilen ist nämlich tatsächlich, übrigens, by the way, mir ist da letztlich diese Flasche Wein von der Werkbank auf den Boden gefallen. Ich hatte die Kopfhörer drin und da ist mir nicht aufgefallen, nur als ich so im Hintergrund so ein bisschen so dieses Tümmeln gehört habe, dass die Flasche Wein runtergefallen ist. Ich habe die geschenkt bekommen vom lieben Sven von absaugprofi.de. Sven, vielen lieben Dank, die ist übelst stabil, die Flasche Wein. Die kannst du einem über den Kopf ziehen, die geht bestimmt nicht kaputt, dann kann man danach noch zusammen eintrinken. Egal, also. Einmal eine Flasche Wein mit 0,75 Litern und einmal eine Flasche Wein für den größeren Durst mit 1 Liter. Und das ganze System, das funktioniert erstaunlich gut. Also das pendelt sich sehr, sehr schnell aus. Holen wir jetzt einmal mal noch die größere Flasche. Das muss man einmal nur kurz anpassen und dann steht das Ganze auch schon. Ups, da war die Werkbank ein bisschen schief. Zack. Vor allem, die sind relativ stabil. Klar, man sollte da jetzt nicht das irgendwie auf dem Tisch stehen haben, den man immer umher bewegt. Das ist eher was für eine Vitrine. Und vor allen Dingen ist es halt eben cool, wenn man das Ganze verschenkt. Wenn man eine Flasche Wein jemandem schenkt und sagt, guck mal hier, da hast du einen entsprechenden Weinhalter. Und die Leute denken so, hä, wie macht man das rein? So vielleicht? Und man sagt dann nein. Dann nimmt man einfach die Flasche und man stellt sie so rein. Ich denke schon, dass das echt ein ziemlicher Renner für den nächsten Geburtstag oder für das nächste Treffen ist. Cooles Design. Die Frage war ja, wie viele ich aus dieser kompletten Bohle machen kann. Ich werde jetzt mal die andere noch holen und dann zählen wir einfach mal kurz zusammen durch. Zack. Und nochmal. Zack. Also wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Stück. Wie viel haben wir jetzt an dieser Bohle hier verdient? Gute Frage, nächste Frage. Passen wir auf. Wenn die 23 Stück, wenn wir die für 15 Euro verkaufen, hätte man dann hier Umsatz von 345 Euro an den Endkunden. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Schnitt, wie ich finde. Das ist jetzt, am Gottes Wille, für die Leute, die jetzt schon in die Tasten hämmern, der Preis, der Verkaufspreis, der ist jetzt erstmal relativ frei. Da ist jetzt nicht das bis zum Letzten durchkalkuliert. Wenn immer ich sowas ausprobiere, dann baue ich es erstmal und denke nicht, okay, hier, das ist schon scheiße, das ist nicht gut. Ich probiere das immer erstmal aus und schaue, ob das Ganze so im Arbeitsablauf hier gut umsetzbar ist. Und ob sich das Ganze unterm Strich lohnt, sieht man eh erst, wenn die Teile verkauft sind. Das bedeutet, ich mache mir jetzt gar nicht so ein großes Bild, was wir jetzt hier an Ausgaben, an Zeit, an Strom und so weiter und so fort haben. Ich probiere es einfach erstmal aus. Das ist so meine generelle Herangehensweise auch bei so Produkten. Und deswegen ist das jetzt mal so die ungefähre Antwort, die man geben kann. Umsatzmäßig haben wir hier ungefähr ja, 300 Euro mit dem kleinen Stapel hier. Wenn wir es natürlich wegbekommen. Das ist die nächste Frage. So Leute. Spannend, spannend. Ich weiß nicht, wie es mit denen weitergeht, denn die Webseite muss noch ein bisschen vorbereitet werden, dass die auch da entsprechend rein können. Wenn du sagst, dass du einen Handel hast oder dass du ein kleines, wie sagt man, sowas wie ein Vajos, ne? Das ist aber ein Markennamen. Wenn du einen Feinschmeckerladen hast, weil da bekommt nämlich schon der erste Laden, der bekommt nämlich ein paar davon, dann kannst du uns gerne mal kontaktieren. Wir haben auch Händlerpreise für die Teile hier. Das heißt, der Endpreis, der ist in dem Fall für den Endkunden. Da wird man noch ein bisschen was machen können, wenn das Ganze für den Handel ist. Aber so viel erstmal dazu. Bis zum nächsten Video. Tschüss.